Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Ratun und herzlich willkommen zu einem weiteren Gaming Room Vlog hier auf meinem Kanal, Freunde. Heute haben wir was ganz, ganz Spezielles, Besonderes vor. Und zwar hatte ich euch ja gesagt und letzte Woche Sonntag ist ja das Video zu den PCs online gegangen. Die sollen jetzt an die Wand. Das heißt, alles was da ist, kommt weg. Da drüben habe ich schon mal ein bisschen Platz gemacht und ich habe auch schon mal hier die Holzdinger quasi so ein bisschen aufrecht gestellt, um so ein bisschen Eindruck zu bekommen, wie das später aussehen soll, okay? Ich möchte nämlich so eine Wand, wie ich sie hier habe, da in schmal nochmal bauen. Da soll dann ein PC dran kommen und die sollen dann halt auch eine indirekte Beleuchtung bekommen. Ob ich das hinbekomme beziehungsweise wir hinbekommen. Was geht, Alex? Und ja, das werden wir sehen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lang. Wir fangen direkt an. Bilder müssen jetzt hier erstmal weichen, genauso wie die Controller-Bilder. Ich guck mal, ob ich noch Platz dafür finde. Ich mag es zu bezweifeln, aber irgendwo wird sich noch der Platz finden. Die schön selbstgebauten Controller-Bilder, alles weg. Wand ist frei. Jetzt legen wir los, machen die Dinger dran. Ja, ich weiß selber noch nicht. Wir lassen uns überraschen. Hast du dich jetzt da dran gehangen und zählt, sagst du, Alex, ja? Ja, bitte. Soll ich mich nochmal dranhängen? Warte, dann nehme ich die Kamera in die Hand. Ja, du bist in der Luft, sehr gut. Das hält. Wie viel Kilo wiegst du? 80. 80. Ja, wenn es 80 Kilo hält, hältst du auch einen PC aus. Soll ich die untere Arme machen? Nein, ist okay jetzt. Lässt richtig drauf ankommen. Okay, gleich ist die ganze Wand ab. Okay, passt. Also das hält, Freunde. Wir sind auf jeden Fall ein gutes Stück weitergekommen. Nur die Konstruktion hier, ein gutes Stück weitergekommen. Aber das ist jetzt der Grundbaustein quasi. Da kommt jetzt die Halterung dran. Wo haben wir die Halterung? Hier drüben. Alex hat es ja gehalten. Wenn es Alex hält, dann hält es auf jeden Fall auch den PC aus. So, genau. Der kommt da dran. Da schrauben wir ja dann auch nochmal theoretisch komplett durch. Ja. Das heißt, das hält, das wird bombenfest halten. Da kommt dann der PC dran und irgendwo müssen wir dann die Kabel durchführen. Unten drunter dann irgendwo. Hier machen wir. Genau, da machen wir dann Loch. Machen ja komplett eine Aussparung, ne, in der Platte. Genau, und dann kommt es da durch und dann sollte das passen. Ja, gute Idee, guter Plan. Let's go. Freunde, wir zeichnen uns gerade jetzt noch das Loch an. Wir müssen ja in eine Platte ein Loch quasi reinmachen, damit erstens die Halterung dann dazwischen reinpasst und dass wir dann halt auch die Kabel drunter setzen können. Das machen wir jetzt. Das wird zwar später wirklich ein Gefummel, dann die restlichen, weil da bleibt glaube ich nur noch so ein Stück übrig, da dann diese Wave Panels drauf zu kleben. Aber ja, kriegen wir auch alles hin. Kurzer Zwischenstand, Freunde. Jetzt sieht es auf jeden Fall schon ein bisschen besser aus. Wir haben hier auf jeden Fall die Halterung dran. Da kommt dann der PC drauf und wir haben hier extra so eine Lücke gelassen, dass wir hier eben dann die ganzen Kabel durchschieben können. Das Ding kommt gleich auch noch dran. Wir machen jetzt erstmal das hier aber wieder ab, um das quasi als Schablone für die andere Seite nehmen zu können, weil auf die andere Seite kommt genau dasselbe. Und jetzt ist tatsächlich der Plan, mal gucken, wie wir es machen, weil das mit den Elgato Wave Panels, das könnte sehr, sehr knapp werden. Das könnte quasi den ganzen PC abdichten und die Luft muss ja auch irgendwo, ja, die muss ja irgendwo hin. So, Freunde, wir kommen dem Ziel immer näher. Der Alex ist schon dabei, da quasi die Wand zu streichen. Wir haben uns jetzt nämlich entschieden, erstmal das Ding zu streichen. Hier haben wir es schon fertig. Ist noch feucht, das muss jetzt einmal trocknen und dann schauen wir mal, wie gut das deckt. Aber das Schwarz sieht schon ultra krass aus. Da kommt natürlich noch eine indirekte Beleuchtung, genauso wie da, also genauso wie hier an dieser Wand. Und dann sieht das auch nochmal viel, viel krasser aus. Das wird nämlich auch noch so eine Sache mit den ganzen Kabeln. Boah, da bin ich echt gespannt, weil ich muss theoretisch alles hier an meinem Setup abbauen und dann gucken, wie lang die Kabel sind. Aber mir werden noch einige Kabel fehlen, deswegen wird dieses Video wahrscheinlich insgesamt ein paar Tage dauern, bis das fertige Ergebnis dann hier steht. Aber schaut es euch an, Freunde. Es wird doch. Also ich finde es wirklich sehr, 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 sehr geil bis jetzt. Der Alex ist jetzt erstmal wieder weg, Freunde. Wir sind auch so gut wie fertig eigentlich. Also die Konstruktion steht. Die PC-Halterung ist schon dran auf beiden Seiten. Aber was ich jetzt schon mal machen kann, ist an der Stelle auch vielen lieben Dank an Philips. Ich habe hier natürlich Lightstrips. Ihr wisst es ja, ich habe sehr, sehr viel Mischmasch hier bei mir im Studio. Aber die ganzen LED-Lightstrips, die ich hier verwendet habe, sind alle von Philips. Das funktioniert super mit dem Zigbee-Standard. Super Sache. Irgendwann wahrscheinlich auch Meta. Das soll hier Standard werden. Aber mit Zigbee und über die Bridge, das funktioniert alles hervorragend. Dementsprechend habe ich hier die ganzen Stripes von Philips Hue. Und die kommen hier auch drauf. Dann bin ich später mal gespannt, beziehungsweise das mache ich jetzt auch. Und dann können wir ja schon mal so ein bisschen mit den Farben spielen. Und was ich euch auch mal zeigen möchte, diese Wand ist auf jeden Fall auch schmäler als diese Wand. Die guckt nicht so weit raus. Das hat auf jeden Fall auch einen wichtigen Grund wegen der Tür. Da kommt später noch ein Türstopper hin, aber dass halt alles so nah wie möglich an der Wand gebaut ist,
habe ich das ein bisschen minimalistischer gestaltet, aber es sieht wirklich mega, mega cool aus. Ich würde sagen, ich packe jetzt die Stripes aus, mache die dran und dann schauen wir uns das auch mal an. Die LEDs sind angebracht und schaut es euch an. So sieht es aktuell aus und ich sage euch ganz ehrlich, Freunde, das sieht doch ultra, ultra fett aus. Guckt es euch an. Also als wäre es, ich weiß nicht, es ist einfach ultra modern. Drüben fehlt jetzt auch noch ein Stück LED-Stripe. Da seht ihr es, da guckt ein Stück raus hier an der Seite. Das muss noch ganz runter. Habe ich jetzt allerdings leider noch nicht da. Kommt auch noch an. Muss ich dann auch noch festmachen und dann kann ich mich an die ganze Kabellage machen und dann den anderen PC auch noch aufhängen und dann, ja, ich weiß nicht, was für einen Zwischenschritt ich euch vielleicht noch zeige bis dahin. Aber ich mache so gut es geht jetzt erstmal fertig. Vielleicht kommen noch ein paar Aufnahmen oder vielleicht kommt direkt das Endresultat und ich lasse mir noch was mit den Wave Panels einfallen. Das ist nämlich auch noch ganz, ganz wichtig. Aber das kriegen wir alles hin. Aber so sieht es jetzt erstmal aus. Unaufgeräumt, aber es sieht wirklich verdammt, verdammt geil aus. So, Freunde, wir haben übrigens schon einen weiteren Tag, einen anderen Tag und ich bin hier, schaut selber, ja, mitten im Chaos, weil ich habe hier jetzt meinen Schreibtisch vorgezogen, habe jetzt die ganzen Kabel rausgeholt. Ja, ich bin gerade am Schauen, alle Kabel sortieren und halt neu verlegen, weil der PC kommt halt an die Wand, genauso wie der andere und dementsprechend muss ja logischerweise dann auch alles angepasst werden. Teilweise werde ich noch ein paar neue Kabel brauchen. Ich werde euch jetzt hier gar nicht viel zeigen. Ich wollte euch nur ganz kurz das Chaos zeigen. Schaut es euch wirklich mal in Ruhe an, bitte. Wie viel Kabel? Also ich verstehe es selber nicht. Wie viele Kabel so ein Dual-PC-Setup mit 3 Monitoren? Ich verstehe es nicht. Aber es ist, wie es ist. Und dementsprechend, ja, ich würde sagen, ich versuche jetzt hier klar Shift zu machen. Ja, und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, ob was ich euch noch zeige und was nicht, bevor ich wahnsinnig geworden bin. Was ich euch jetzt doch noch zeigen kann, ist, ich habe hier mal so eine Halterung gekauft, Freunde. Die mache ich jetzt hier auch noch dran, weil damit kann ich dann quasi den Monitor, der ist ein bisschen weiter, ja, der ist niedriger, weil das ist ein 28-Zoll-Monitor. Das sind 27-Zoll-Monitore links und rechts. Und dafür ist der halt unten bisschen tiefer und oben bisschen tiefer. Damit kann man das dann hoch und runtersetzen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich weiß nicht, ich probiere es jetzt einfach aus und dann zeige ich euch das Ganze. Und schon wieder haben wir einen neuen Tag, Freunde. Fällt für euch vielleicht gar nicht so auf, aber wir haben jetzt die Wände am Samstag gebaut und wir haben mittlerweile, was haben wir? Donnerstag. Genau. Und heute sollen alle Kabel ankommen, die ich noch bestellt habe, die ich brauche. Verlängerung und so weiter, USB-Verlängerung, dass ich eben alles angeschlossen bekomme. Denn einiges, wie zum Beispiel Dockingstation von der Maus, das Go XLR, da reicht einfach das Kabel nicht bis zum PC rüber. Habe ich jetzt alles neu bestellt, was ich mir jetzt aber auch überlegt habe, denn ich habe ja hier so eine, ja, ich sag mal so ein Akkubereich an meinem Alex-Schrank. So sieht das Ganze bei mir aktuell aus. Ich habe die ganzen Kabel einfach hier mit so Kabelclips, mit so Kabel, ja, hier diese Klebedinger halt einfach. Habe ich das so verlegt, aber mir gefällt das nicht. Ich bin jetzt am überlegen, hier über Löcher reinzubauen und dann die Kabel von innen zu verlegen. Allerdings habe ich nur einen, ich glaube, einen 10er Aufsatz hier für die Bohrmaschine, beziehungsweise für einen Akkubohrer. Ich bin mal gespannt. Ich werde wahrscheinlich nicht alle Kabel da durchkriegen, aber ich versuche es jetzt mal so clean wie möglich zu machen und ich würde sagen, wir babbeln gar nicht lang. Wir setzen jetzt den ersten hier einfach an und, bohren hier mal einen durch. Gut, mit einer Hand doch nicht so einfach. Ich mache das jetzt mal kurz. Gut, sieht doch schon viel cleaner aus. Das muss jetzt alles weggesaugt werden, aber ich find's auf jeden Fall mega schick. Sieht viel, viel cleaner aus. Ich muss jetzt nur diese ganzen Klebedinger da noch wegmachen. Da brauche ich wahrscheinlich eine Heißluft für, sonst bleibt das alles am Schrank kleben. Aber so im Großen und Ganzen kann man auf jeden Fall lassen. Die Post war da. Alle Kabel sind jetzt übrigens auch da, Freunde. Und ich bin der Meinung, dass ich fertig bin mit der Kabelverlegerei. Ein Kabel fehlt mir tatsächlich, das muss ich jetzt nachbestellen. Und zwar ein HDMI-Kabel, was dann vom Streaming-Rechner, beziehungsweise vom Gaming-Rechner, in die Capture-Karte der Streaming-Rechner hatte. Mein Deutsch ist auch auf jeden Fall auch jetzt komplett ciao, aber ihr wisst, was ich meine. Und zwar muss das Kabel in den Streaming-Rechner, dass wenn ich dann halt mal wieder streamen sollte, dass ich halt auch Bild habe. Aber das kann ich auch im Nachhinein noch machen. Ich bin der Meinung, wie gesagt, dass jetzt alles fertig ist. Die ganzen Kabel hängen hier. Das sind oder müssten alle Kabel sein für den Gaming-Rechner und drüben alles für den Streaming-Rechner. Ich würde sagen, ich hänge die Dinger jetzt auf. Ich mache das jetzt alles fertig und am Ende des Tages, falls doch irgendwas fehlen sollte, ja, dann muss ich es halt nochmal abnehmen. Aber abnehmen ist kein Problem. Alle Stecker raus. Das Wichtigste ist, dass schon mal alles verlegt ist und vor allem noch wichtiger ist, ey, ich muss hier aufräumen, Freunde. Ich muss hier unbedingt aufräumen, weil ich kann hier kaum noch laufen. Also hier fliegt überall irgendwas rum. Es wird Zeit. Ich hänge die Dinger jetzt auf und dann schauen wir mal. Ich muss den so ein bisschen seitlich, dass ich hier auch was sehe. Kabel gucken hier alle aus der Seite raus. Bisschen anheben, dann kann ich die hier auch bewegen. Erster PC hängt. Wir kommen dem Ziel immer näher. Die PCs hängen und schaut euch mal die Kabel jetzt hier erstmal an. Ich habe das wirklich so gut es geht ordentlich hier direkt hinten dran, hinterm PC lang. Und dann kommen die unten wieder raus. Hier unten muss ich auf jeden Fall noch klar Schiff machen, beziehungsweise ein bisschen Ordnung schaffen. Da kommt noch so ein kleiner Kabelkanal dann bis in die Ecke, dass die dann nur noch von da rüber gehen. Und da hinten habe ich überlegt, es gibt so Kabelboxen, ob ich mir vielleicht
vielleicht so eine Kabelbox dahin stelle und dann quasi alle Kabel einfach da reinstopfe. Das wäre eine Möglichkeit. Was ich jetzt aber auch noch machen möchte, ist, ich bin am Überlegen, ob ich nicht eines dieser Bilder, ich habe jetzt zwei Stück davon, hier unten drunter, ja, ob ich die nicht da drunter machen soll. Ja, warte, Fokus, Fokus, Fokus. So, Fokus da. Und zwar hier unten. Ja, Freunde, das ist das Problem, wenn man eine tiefschwarze Farbe wählt und einfach der Fokus nicht auf schwarz drauf klarkommt. Ja, da unten drunter bin ich auf jeden Fall im Überlegen, ob ich da diese Bilder hinmachen soll. Ich probiere es jetzt einfach aus, denn hier drüben habe ich es ja genauso. Was mich hier drüben auch so ein bisschen stört, diese Steckdosen hier. Da habe ich jetzt alles da dran. Da muss ich mir auch noch irgendwas einfallen lassen. So eine kleine Pflanze oder so, weil die Pflanze davor, die hier, die hat es halt schön überdeckt, als sie hier vorne stand. Deswegen, da muss auf jeden Fall irgendwas hin. Lass ich mir auch noch was einfallen. Und hier habe ich die Kabel halt genauso schön hinten verschwinden lassen. Die sieht man sowieso so gut wie nicht. Deswegen, das passt. Was hier auf jeden Fall auch noch weg muss, das machen wir aber ganz zum Schluss, die Folie. Da ist nämlich noch Folie drauf, Freunde. Dann sieht das nochmal ein bisschen cooler aus. Ich würde sagen, ich mache das jetzt mal da dran. Dann zeige ich es euch und ihr dürft dann in den Kommentaren entscheiden, ob es euch gefällt oder nicht. Und fertig. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich finde es nice. Ich finde es sieht ganz cool aus, so wie es ist. Findet ihr es mit besser oder ohne? Drüben einmal der PlayStation 5 Controller und auf der anderen Seite der PlayStation 4 Controller. Ich finde, das sieht wirklich mega, mega fett aus. Alles insgesamt sieht mega fett aus. Allein, dass ich hier jetzt wieder mehr Platz habe. Ey, ich mache jetzt wirklich jetzt Endspurt, Freunde. Jetzt Endspurt. Und dann zeige ich euch den Raum aufgeräumt. Und wenn hier alles an ist. Die PCs an sind, Folie ab, alles. Und dann zeige ich euch das Ding. Let's go. Ich bin fertig, Freunde. Das Zimmer ist aufgeräumt. Ich glaube, so sauber war es hier schon lange nicht. Und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen, Freunde. Ich zeige euch jetzt das Zimmer, beziehungsweise das neue Setup. Schaut's euch an. Ey, ganz ehrlich, das sieht einfach ultra, ultra fresh aus. Ich bin mega, mega happy damit. Wirklich, schaut's euch an, wie clean das alles geworden ist. Ich hätte auch echt nicht gedacht, dass das so gut wird. Ehrlich, ich hätte es wirklich nicht gedacht. Schaut's euch an. Ich dachte, ich hätte schon den perfekten Gaming Room und es gibt dieses, den perfekten Gaming Room gibt es nicht. Man kann ständig immer wieder was Neues machen und ey, ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden. Endlich mein neuer PC auch fertig aufgebaut, funktionsfähig. Da unten die Bilder, die finde ich wirklich extrem schick. Es passt dazu. Alles so, wie es sein soll. Und vor allem, Freunde, ihr glaubt gar nicht, was für ein Feeling das ist, hier am Setup jetzt so viel Platz zu haben. Weil die PCs vorher, die gingen ja echt, die gingen ja bis zum Monitor. Und man hat da gesessen in so einem Tunnelblick, war quasi eingemauert, links und rechts und hatte quasi nur diese Sicht zur Wand. Jetzt sitze ich hier. Ich versuche es jetzt einfach mal in der Ich-Perspektive zu zeigen. Kann jetzt halt hier so rüberschauen. Und das, also das ist wirklich mega, mega nice. Und jetzt möchte ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen, was das Problem mit den Wave Panels gewesen wäre. Ihr seht es hier, meine Finger passen gerade noch hier dazwischen. Und mit den Wave Panels hätten wir einfach quasi hier diesen ganzen PC einmal abgedichtet und es wäre keine Luft mehr durchgekommen. Das war das Problem, vor allem wegen dem Radiator. Der tut halt die Luft hier nach hinten blasen und die geht dann halt links und rechts raus und nach oben. Und mit den Wave Panels wäre das leider nicht möglich gewesen. Ich hätte es ehrlich gesagt wirklich cool gefunden, vor allem weil die Wand halt schon mit Wave Panels voll ist, aber ich finde, es passt trotzdem. Dadurch, dass wir es halt jetzt schwarz angestrichen haben, sieht es, es stört nicht. Es stört nicht, dass da keine Wave Panels dran sind. Es wäre, wie gesagt, nochmal ein Ticken cooler gewesen, meiner Meinung nach, aber so sieht es halt auch ultra clean und ultra geil aus. Und jetzt zeige ich euch auch mal das Kabelmanagement, Freunde. Ich bin noch nicht ganz fertig. Da unten zum Beispiel fehlt jetzt noch ein Kabelkanal, aber schaut mal wirklich, wie gut ich das eigentlich hier hinbekommen habe. Es ist alles so clean wie möglich, ja, die ganzen Kabel, zack, hier so ein dickes Ding, quasi so eine Ummantelung drüber gemacht. Hier hinten ist alles clean, hier drüben genauso, also ich bin mega zufrieden. Schaut mal hier, da muss noch so eine Ummantelung drum, aber im Großen und Ganzen ist echt alles clean. Man sieht keine Kabel von unten nicht, nirgendwo, also wirklich richtig, richtig nice geworden. Das war es letztendlich mit diesem Gaming Room Vlog, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, schreibt auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr das neue Setup findet. Also mir gefällt es sehr gut. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall einen chilligen machen. Endlich, wo ich fertig bin, kann ich mich jetzt auch mal hinsetzen, in Ruhe das Video schneiden, hochladen und dann habt ihr es quasi jetzt schon gesehen. Lasst dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Kommentiert mal, wie ihr das Setup findet und ansonsten, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, auch gerne mal ein Abo da lassen. Ansonsten würde ich sagen, Freunde, wir sehen uns schon ganz bald wieder mit einem weiteren Video. Euer Ratun. Peace!